Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen gemütlichen Reihe bzw. Let's Play-Reihe Hausflipper. Ja, ich finde dieses Spiel recht süß, habe aber allerdings noch nicht dieses Garten-DLC. Das hole ich mir aber demnächst. Also nehmen wir jetzt erstmal Vorlieb hier mit dem eigentlichen Spiel, also mit dem Hauptspiel. Ja, und zu Beginn habe ich jetzt hier so ein Bildschirm bekommen. Darin steht, willkommen bei Hausflipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ferner steht dir ein Laptop zu, deine Steuerzentrale. Ja, klingt ja schon mal nicht schlecht. So, ich hoffe, man hört auch die Geräusche recht gut. Mich natürlich auch. So, dann werde ich erstmal hier das alles wegräumen. Genau. Wobei der Sound, glaube ich, noch lauter sein könnte, ne? Zeit zum Laptop zu gehen und die Mail zu prüfen. Ach was. So. Ach Gott, hier sieht es ja aus. Das ist ja wirklich eine Bruchbude. Aber jeder fängt ja mal klein an. Alles weg damit. Gut, das kann ich nur aufheben. Was ist hiermit? Okay, kann ich auch nur aufheben. Öffnen. Ah ja. Ach, jetzt ist es wieder ganz. Naja, fast. Okay, was haben wir denn hier? Eine ganz tolle Toilette. Gut. Ich werde sehen, dass ich darauf nicht gehe. Dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob du in deinem Postfach, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Gut, dann gehen wir mal rein. Kontostand 25.000. Ja, okay, damit kann ich leben. Sandra Ziegler, mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Gut, wer macht denn sowas? Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und aus Rache diese... Was ist und aus Rache diese aus Rache verwüstet hat, okay. Der Arsch hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass doch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Liebe Grüße, Sandra Ziegler. Gut, nehme ich mal an. Okay, jetzt lädt's. Du hast einen Mob erhalten. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du Dreck mit dem Mob reinigen. Ja, sehr gut. So, dann schließen wir das Ganze. Na, ein süßes Häuschen. Jedenfalls von außen. Gut, ich glaube, ich würde meinen Ex auch verklagen. Krass. Räume ich erstmal den ganzen Müll hier auf. Die Arme. Okay. So, jetzt ist hier nur noch Schmutz. Was ist hier? Gedrückt halten. So, wie kann ich das jetzt drehen? Ach so, alles klar.
kann sich nur um Stunden handeln. Geht das hier hin? Gut, sieht schon mal gut aus. Okay. Nee, das ist meine Taschenlampe. Wie kriege ich jetzt die? Ach so, alles klar. Dann legen wir mal los. Ach, hier sind noch Dosen. Die mache ich gleich weg. Die Spüle ist hübsch. Die gefällt mir. So. Dann mache ich mal mit dem Mob hier alles vom Boden sauber. Ups. Neue Fertigkeit. Du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du erworbene Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Alles klar. Ich habe eine Fähigkeit bekommen. So. Na, sieht doch schon etwas besser aus hier. Da ist die Heizung, die ich noch montieren muss. So, hier wird jetzt keine neue Matratze gekauft. Die wird einfach nur mit dem Wischmopp rübergegangen. Wäre schön, wenn alles so einfach wäre. So. Da hinten ist, glaube ich, noch was, ne? Okay, mein Fortschritt sagt, ich habe noch ganz viel zu tun. Vielleicht muss ich ja die Stühle hinstellen. So, die tue ich einfach mal dahin. So. Okay. Ab sofort steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücken Sie habe, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht dir, Dinge zu kaufen. Es wird in diesem Job nützlich sein. Ja, sehe ich auch so. Okay. Hier habe ich einen Fertigkeitspunkt. Scharfsinniger Blick. Du siehst einige der Verunreinigten auf der Minimap. Du siehst die Mehrheit der Verunreinigten auf der Minimap. Du siehst alle Verunreinigten auf der Minimap. Okay. Schnelle Händchen, aufräumen um 25% schneller. Danach führe 50% und 75%. Weite Reichweite, guter Mob. Ultra-Hipper-Mob. Wirf die Müll in der Reichweite weg. Okay. Was nehmen wir denn da? Nehme ich das erstmal. Sehr gut. So, was haben wir hier? 0, 0, 0, 0. Okay, das habe ich alles noch nicht. Gut. Okay, ich will ja in den Shop und brauche ja eine Heizung. Heizung. 37 Euro. Und ist es jetzt auch die richtige? Ja. So, jetzt. Achso, jetzt muss ich das gute Stück anschließen. Alles klar. Sehr gut. Achso, ja, genau. Ich habe ja noch die Dosen nicht aufgeräumt, ne? Yippie! Ich habe den Auftrag 100% beendet. Sehr schön. E für schließen. Warte mal. Auftrag abgeben. Ach so. Ja. möchtest du ihn wirklich zu Ende führen? Beenden. Sehr gut. Alles klar. So, dann wieder rein hier in meine gute Stube.
So, jetzt habe ich zwei E-Mails. Moment, kann ich hier nochmal raus? Ah, schade. Ach so, da oben. Jetzt habe ich, ja, ich habe 600 Euro oder so, ne, verdient. Gut, was haben wir denn noch? Bitte räumen Sie die Garage auf. Bitte bringen Sie die Heizung an. Betreff, bitte räumen Sie die Garage auf. Hallo, kurz gesagt, die Garage muss entrüppelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Die Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Viele Grüße, Caroline Smith. Ja. Immer her damit. Okay. So, öffnen. Bremsspuren. So, so. Nee, das darf ich ja nicht. Wegwerfen. So, was ist hiermit? Das kann ich nur aufheben. So, Reifen soll ich ja auch entsorgen. Wegwerfen, wegwerfen. Das sind die anscheinend neuwertige Reifen. So, ich nehme mal an, die Fahrräder sollen da bleiben. So. Okay. Dann putzen wir mal wieder. Gut, die Reifenspuren gehen auch weg. Sehr gut. Ich habe wieder einen Fertigkeitspunkt oder Fähigkeitspunkt. Um den kümmere ich mich nachher. So, ich glaube, Fenster putzen sollte ich ja hier auch, ne? Ich habe schon wieder alles vergessen. So. Hier ist alles sauber. Okay, hier ist anscheinend nichts. Na, das glänzt doch schon wieder. So, hier war auch Dreck auf dieser Kiste. Okay. So, jetzt Fenster putzen. Ach so, okay. Ah ja. Aha. Mit sehr viel Gemach hier. Gott. Hier ist die Steuerung etwas schwierig, finde ich. Aber man sieht das Haus schon auf der anderen Straßenseite. So, hier die Ecke noch. Na, komm schon. Okay, daran muss man sich erstmal echt gewöhnen hier. Okay. So, hier unten noch, glaube ich. Oder? Ja, die Ecken hier. Gut, und das ist doch da oben, ne? So, erstmal da hinkommen hier. Na, lass mal auf dich zu drehen.
Wartet mal. Jetzt. Sag mal. Jetzt habe ich's. Nee, doch nicht. Jetzt ist es jetzt. Ist noch nicht fertig? Oh, ich bin schon wieder was übersehen. Schwierig, schwierig. Komisch. Ist hier irgendwie ein Bug drin oder so? Ach, jetzt. Alles klar. So, jetzt habe ich irgendwo was übersehen. Räume den Müll auf. Ach, da ist noch was, ne? Jetzt habe ich es. Sehr gut. Auftrag beenden. 397 Euro habe ich verdient. Wunderbar. Eigene Fotos und Bilder. Hast du bemerkt, dass unter Galerie auf dem Tablet du ein beliebiges Foto von der Festplatte laden und es als Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst? Du kannst auch den Fotoapparat benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf deiner Festplatte zu verewigen. Oh, okay. Gut, meine Lieben. Das war's dann erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, ihr fand es genauso entspannt wie ich. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut ruhig mal in die zweite rein. Bis dann. Tschüss.